Herzlich willkommen zu dem frühmorgendlichen juristischen Vortrag zu Open Data und Open Source im rechtlichen Fokus. Um was soll es gehen? Ich dachte, ich stelle einfach mal so ein paar Entscheidungen vor, so ganz grob, die ihr, wenn ihr regelmäßig Heise Online lest oder so, auch schon mal was darüber gelesen habt. Also das sind eigentlich so die Sachen, die in letzter Zeit ein bisschen hochgeploppt sind. Ja, was werden wir uns angucken? Bevor wir uns dann die einzelnen Entscheidungen so ein bisschen angucken und die Hintergründe beleuchten, zunächst erzähle ich erst noch mal so ein bisschen, wie funktioniert das mit diesem Urheberrecht, wo kommt das her, was macht das und insbesondere, was für Probleme haben wir vielleicht auch, was für spezifische Probleme haben wir, wenn es um offene und freie Software oder um offene und freie Daten geht. Zunächst werden wir uns dann mal angucken, ja, wie ist das eigentlich mit dem Urheberrecht? Wem steht das zu? Wie entsteht's? Ja, wie sieht das dann bei Affen und Logarithmen aus mit dem Urheberrecht? Anschließend ein kleiner Spaziergang durchs Museum. Ja, was passiert, wenn man unerlaubt Fotos im Museum macht von eigentlich nicht mehr urheberrechtlich geschützten Werken? Oder was passiert, wenn man aus einem Museumskatalog, wo also nicht mehr, wo Gemälde abgebildet sind, auf die eigentlich kein Urheberrecht mehr drauf ist? Darf man das? Dann schauen wir uns einfach nochmal an, und dann gehen wir ein bisschen Richtung Open Data, schauen uns an, wie es mit Daten und Datenschutz aussieht, schwieriges Thema. Und wir schauen uns an, wie das denn mit Urheberrechtsschutz und Verwaltungsdokumenten ausgeht. Stichwort Informationsfreiheitsgesetzgebung. Und wenn wir dann noch Zeit haben, gucken wir uns vielleicht auch nochmal an, wie das mit der Geltendmachung von Urheberrechten am Linux-Kernel aussieht. Ja, auch in letzter Zeit immer mal aktuell gewesen und ein relativ schwieriges Thema, weil die GPL relativ schwierig ist, aber auch der Nachweis von Bearbeitung. Aber wie gesagt, mal schauen, wie weit wir in einer Stunde kommen. Gut, starten wir mit der Einleitung. Zunächst erstmal, wie funktioniert das? In welchem Bereich bewegen wir uns? Wir bewegen uns im Bereich der immateriellen Güter, sprich Güter, die man nicht anfassen kann. Diese Güter haben besondere Eigenschaften und deswegen ein eigenes Recht. Wir haben das Urheberrecht, Datenbankschutzrecht, Patentrecht, Markenrecht. Das ist alles so grob immaterielle Güter, die irgendeinen wirtschaftlichen Wert haben. Aber vom Kern, eigentlich kommen wir im Kern aus einer Welt, wo Informationen frei sind, die von Informationsaustausch lebt, wo Informationen nicht geschützt sind. Aber irgendwann, kapitalistische Gesellschaft, hat dann gesagt, na Mensch, Informationen sind ja auch sehr wichtig und damit kann man Geld verdienen. Also schützen wir diese Informationen. Und damit haben wir es im Immaterialgüterrecht zu tun, im Urheberrecht, im Patentrecht, im Markenrecht. Wir schützen bestimmte Informationen, weil sie wirtschaftlich wertvoll sind. Und wenn jemand die Güter, die geschützt sind, nutzen will, muss er jemand anders fragen, muss er den Inhaber der Rechte fragen. Und diese Erlaubnis nennt man dann Lizenzen. Eine Lizenz ist nichts anderes, als dass ich zum Inhaber der Schutzrechte gehe und sage, erlaubst du mir, dein Immaterialgut zu nutzen? Und im Lizenztext steht dann drin, was ich alles mit dem Immaterialgut tun darf. Ne? Also immer, auch bei Open Data und Open Source, lohnt sich ein Blick in die Lizenzbestimmung. Weil da steht drin, was darf ich. Sonst gibt es unter Umständen böse Überraschungen. So, und wie ihr alle wisst, digitales Zeitalter, digitale Welt, Informationen lassen sich beliebig vervielfältigen. Ne? Anders als ein Auto, das muss jedes Mal neu gebaut werden, dafür muss Stahl neu gewonnen werden, geschmiedet werden, zusammengebastelt etc. Bei Informationen ist das anders. Wenn eine Information einmal in der Welt ist, idealerweise dann sogar digital vorliegt, kann ich die beliebig oft vervielfältigen, ohne dass sie irgendwas an der Qualität verliert. Ja, anders als im analogen Zeitalter, wenn man eine Kassette das 10. oder 15. Mal überspielt hat, dann war die Qualität am Ende so grottig, dass man gesagt hat, ich kaufe mir vielleicht doch das Original.
Das passiert in der digitalen Welt nicht mehr. Wenn man jetzt aber trotzdem einen Markt schaffen will und damit Geld verdienen will, muss man ein Ausschließlichkeitsrecht schaffen, wo man also die Weiterverbreitung von Informationen künstlich beschränkt. Und man teilt dieses Recht noch auf. Was ihr hier seht, ist so etwas Ähnliches, wie wenn ihr in der analogen Welt ein Auto kauft, aber die Nutzung der Tür, des Gaspedals und der Bremse extra bezahlen müsst, beziehungsweise extra lizenziert werden muss. Das heißt, wir haben bei den Immaterialgütern, insbesondere im Urheber- und Datenbankrecht, nicht ein monolithisches Recht, was man mit einer Lizenz bekommt, sondern man bekommt viele kleine einzelne Rechte. Das Vervielfältigungsrecht ist ein eigenes Recht, also Kopien anzufertigen, ist ein Recht, was man extra sich einräumen lassen muss. Wenn man die Kopien weitergeben will, verbreiten will, braucht man eine extra Lizenz. Wenn man ein Vervielfältigungsstück, was digital vorliegt, im Internet zugänglich machen will, braucht man auch eine eigene Erlaubnis, das heißt dann öffentliche zugänglich machen und so weiter und so fort. Und daneben haben wir dann noch das Urheberpersönlichkeitsrecht, kommen wir nochmal drauf, das gibt es wirklich nur bei persönlich-geistigen Schöpfungen und Bearbeitungsrechte verhalten sich so ein bisschen anders als die anderen Lizenzrechte. Also das Recht zu bearbeiten ist auch ein eigenes Recht, was man sich gegebenenfalls einräumen lassen muss, wenn auf irgendeinem Gut ein Schutzrecht drauf ist, aber das verhält sich ein bisschen anders als das Vervielfältigungsverbreitungsrecht und die öffentliche Zugänglichmachung und was es da sonst noch gibt. Da gibt es noch mehr, ne? Das ist jetzt bloß mal so grob das Wichtigste für uns. So, wie ist das jetzt im Urheberrecht, im kontinentaleuropäischen Rechtskreis ist das Urheberrecht zweigeteilt. Das hat einmal eine persönlichkeitsrechtliche Komponente, ja, so nach dem Motto, wenn ich ein Kunstwerk schaffe, steckt da von mir als Künstler ein Stück Persönlichkeit mit drin. Und es gibt als zweites diese Verwertungsrechte, ne, also die Rechte, die man zu Geld machen kann, Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Recht, Kopien anzufertigen. Also wir fahren da doppelgleisig. Einmal haben wir irgendwas, wo es um die Person des Urhebers geht und dann haben wir das, wo es darum geht, dass der Urheber von seinem Werk leben kann. Verwertungsrechte. Der angloamerikanische Rechtskreis kennt diese Unterscheidung nicht. Die haben bloß ihr Copyright und da gibt es sowas wie ein Urheberpersönlichkeitsrecht in dem Sinne nicht. Dann haben wir aber auch noch in unserem Urheberrechtsgesetz in Deutschland weitere Rechte, wo es diese Persönlichkeitskomponente auch nicht gibt, sondern wo es tatsächlich nur ausschließlich auch um die wirtschaftliche Verwertung des Gutes geht. Da ist eine Frage. Mikro, stopp. Mikro. Sonst hat die Außenwelt nichts davon. Was ist einer mit anderen? Was ist da oben? So, erstmal reinsprechen, gucken, ob es funktioniert. 1, 2, 3. Ist der oben grün? Nee, der muss grün sein oben. 1, 2, 3? Nee, mach mal. 1, 2, 3? Nee. So, jetzt. Frage. Sie haben die Reichweite angloamerikanisch. Mhm. Was bedeutet das? Angloamerikanischer Rechtskreis ist größtenteils, also Großbritannien, USA und alles, was da so ein bisschen. Ja, auch. Aber es spielt jetzt hier nicht so die Rolle. Das ist auch durch internationale Verträge so weit geregelt, dass man den Unterschied in der täglichen Anwendung nicht so dolle merkt. Das ist jetzt eher so vom Grundsatz, vom Verständnis her. Werden wir dann gleich noch bei den Beispielen, die ich jetzt bringe, sehen. Und auch die Idee dahinter, warum gibt es das Urheberrecht? Warum gibt es überhaupt diese Schutzrechte, dieses Schutz des Investors? Zwei verschiedene Begründungslinien, ne? B- und Entlohnung. Wenn wir uns wieder den Künstler vorstellen, der arme Künstler schafft irgendwas, ein Kunstwerk aus sich selbst heraus, ohne Zweck. Aber wenn er erfolgreich ist mit seinem Kunstwerk, soll er davon leben können.
Das ist so der Belohnungsgedanke im Urheberrecht. Und dann haben wir noch den Entlohnungs- bzw. den Motivationsgedanken, dass man eben sagt, ach, jemand nimmt nur Geld in die Hand und schafft überhaupt erst ein Werk, wenn er sich sicher ist, dass er danach richtig Geld damit verdienen kann. Ne? Also eine rein ökonomische Überlegung. Diese zwei Komponenten finden wir im Urheberrechtsgesetz. Das Urheberrecht, also das klassische Urheberrecht mit dem Persönlichkeitsrecht drin, ist eher so der Belohnungsgedanke, aber kann man auch drüber streiten. So, wo sind jetzt die Probleme bei freiem und offenem Wissen? Wenn man das Urheberrechtsgesetz sich anguckt, wird man relativ schnell feststellen, diese Idee von Open Data und Open Source gibt es da nicht. Ne? Also, dass jemand hingeht, irgendetwas Wertvolles schafft und sagt, so Leute, und jetzt nehmt das einfach mal, verbessert es, macht es schöner und übrigens Geld will ich dafür überhaupt nicht haben. Dieser Gedanke ist dem Urheberrecht fremd. Das konnten sich die Gesetzgeber damals nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und auch, dass jemand sagt, ich will kein Geld. Verstehe nicht. Also man kann doch nicht einfach hingehen und sagen, ich will mein Urheberrecht nicht. Das kriegt man, ob man will oder nicht, das hat man. Kann man nicht drauf verzichten. So, da ist eine Frage. Dann die Frage, ob allgemeine Wissen auch Urheberrecht geschützt ist. Immer wenn es eine geistig-schöpferische Leistung ist, natürlich. Man hat dann Schranken im Urheberrecht, also zum Beispiel Zitatrecht, also Verwendung in wissenschaftlichen Werken, ausschnittsweise Recht auf Privatkopie und sowas. Aber das sind alles Schranken des Rechts, was dem Urheber zusteht. So, also dieses Konzept von Open Data gibt es nicht im Urheberrecht in diesem Sinne. Das heißt, deswegen brauchen wir Open-Data-Lizenzen oder Open-Source-Lizenzen, weil wir versuchen mit diesen Lizenzregelungen dann das herzustellen, was das Urheberrecht von sich aus nicht kennt, nämlich, dass jemand sagt, ich räume euch alle Rechte ein an diesem Werk, nutzt es einfach, macht es besser. Ne, also diese Grafik, wo diese Rechte gespalten worden sind, was ich gezeigt habe, in der Lizenz, in der Open-Source- und Open-Data-Lizenz werden jemandem all diese Rechte eingeräumt, pauschal. Also immer wenn ihr eine Open-Data-Lizenz habt, müsst ihr irgendwo eine Passage finden, wo drin steht, dass ihr diese Rechte bekommt. Dieses Recht zum Bearbeiten, Verbreiten und so weiter und so fort. Gut, soweit zu den Grundlagen. Da ist noch eine Grundlagenfrage. Sehr viele Sourcen habe ich bisher im GitHub oder Ähnliches gesehen, wo keinerlei Lizenzmodell angegeben war und auf Nachfrage auch nicht reagiert wurde. Die Frage ist, hat damit jemand, wenn er keine besonderen Rechte angemeldet hat oder mit dem Werk mitgibt, jede Einschränkung weg und darauf verzichtet oder hat das nicht? Ich sehe schon das richtige Schütteln hier im Raum. Wenn keine Lizenz dabei steht, sind alle Rechte beim Urheber. Vorausgesetzt eine geistig-schöpferische Leistung, aber das unterstellen wir mal, weil das rauszukriegen, ist das jetzt geschützt oder nicht, führt zu weit und bringt nichts. Im Zweifel, wenn keine Lizenz an irgendwas dran steht, als geschützt betrachten, Hände weg, diesen, wenn es um Programmcode geht, nicht in eigener Software verwenden. Was ist mit Werken, die automatisch erstellt werden? Ich nenne mal ein Beispiel. Kommen wir noch zu. Okay, gut. Das bringt uns nämlich jetzt hier zum Thema. Der erste Fall kennt vielleicht jeder, ich glaube Naruto hieß er, der Affe oder so, der da, also ein Fotojournalist ist im Dschungel, lässt seine Kamera liegen, der Affe findet die Kamera, nimmt sie, drückt auf den Auslöser, macht ein Foto, sieht sehr süß aus, sehr trollig, der Fotograf veröffentlicht das Foto und wird von Peter verklagt. Weil Peter sagt, lieber Fotograf, also Peter, die Tierrechtsorganisation, weil die haben gesagt, lieber Fotograf, dir steht doch das Urheberrecht an diesem Affen-Selfie überhaupt nicht zu, das steht doch dem Affen zu, der ist der Urheber. Natürlich geht das nicht, aber warum geht das nicht? Unterstellen wir mal, das war im amerikanischen Recht, aber unterstellen wir mal, es ist deutsches Recht anwendbar, was urheberrechtsschutzfähige Werke sind. Das finden wir im Gesetz. Und da steht,
in § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz: Voraussetzung für ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist die persönlich-geistige Schöpfung, also irgendwie kreativ. Und kreativ kann nach dem Gesetz nur ein Mensch sein. Also Tiere sind da komplett außen vor und wir kommen zwar dann noch zu automatisch erstellten Werken, aber die Richtung ist klar. Eine Frage? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar, du sagtest gerade, es muss ein Mensch sein. Das heißt, das gilt tatsächlich auch nur für natürliche Personen und nicht für juristische? Das gilt tatsächlich nur für natürliche Personen und nicht für juristische Personen. Die juristischen Personen bekommen höchstens die Vermögenswertenrechte, wenn jemand als natürliche Person, als Arbeitnehmer in einem Unternehmen arbeitet und dafür bezahlt wird, tritt er in der Regel seine Urheberrechte, die Nutzungsrechte an den Arbeitgeber ab, ne, nach dem Motto, der bezahlt mich dafür, also hat er auch die Nutzungsrechte. Im Softwarebereich ist das nochmal ein Tick schärfer und wird auch zu Problemen im Open-Source-Bereich. Aber machen wir erstmal weiter. Wir brauchen nicht bloß eine persönlich-geistige Schöpfung, liegt vor, wenn irgendwie eine individuelle Gestaltung vorliegt. Ne? Also wenn man zwei Leuten sagt, löst das Problem. Wenn das bei zwei Leuten jeweils anders aussieht, was hinten rauskommt, dann können wir davon aus, oder ist das schon mal ein erstes Indiz dafür, dass wir es mit Urheberrecht zu tun haben. Und die Anforderungen, die die Rechtsprechung daran stellt, sind nicht besonders hoch an die Kreativität. Na, das meine ich hier mit Schutz der kleinen Münze. Und anders als das früher bei den Amerikanern war, ist das Urheberrecht eben kein Registerrecht. Das muss man nicht eintragen wie ein Patent oder wie eine Marke, sondern das entsteht einfach so. Das sieht man also im Zweifel auch einem Werk nicht an. Das macht es so gefährlich. Deswegen haben wir vorhin gesagt, Hände weg, wenn an Softwarecode oder irgendwo nicht dran steht, unter welcher Lizenz sie sind oder Fotos im Internet. Wenn da nicht dran steht, welche Lizenz, liegen alle Rechte beim Fotografen. Es sei denn, der Fotograf war ein Affe. Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, wie ist denn das heutzutage mit dem Handy? Kann jeder rumknipsen? Da ist doch niemand mehr kreativ tätig. Ne? Wenn man sich den Künstler, Fotografen vorstellt, der leuchtet das Bild aus, sagt dem Model vielleicht noch so, dreh dich mal so und dreh dich mal so und ne, der ist da gestalterisch tätig. Heutzutage drücken wir einfach 100 Mal auf den Auslöser und löschen 99 Bilder und haben ein wundervolles Bild. Waren wir kreativ tätig? Nicht so dolle. Aber auf die Unterscheidung kommt es in dem Fall nicht an, denn das Urheberrecht kennt nicht bloß den Lichtbildwerkschutz, sondern auch den Lichtbildschutz. Also Lichtbildwerk ist das künstlerische Foto, das Lichtbild, der Lichtbildschutz ist die normale Knipsfotografie. Das ist also eins dieser Leistungsschutzrechte, was ich am Anfang erwähnt hatte, wo dieses Persönlichkeitsrecht überhaupt keine Rolle spielt, weil es das nicht gibt, wo einfach die Investition geschützt ist. Ist für die Juristen relativ angenehm, weil die müssen jetzt nicht unterscheiden, hat diese Fotografie die notwendige Schöpfungshöhe oder nicht. Fotografien, solange sie ein Mensch gemacht hat, haben immer Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz. Die Rechtsprechung sagt, es reicht irgendeine persönlich-geistige Schöpfung des Fotografen, also das auf den Auslöser drücken, heißt aber im Umkehrschluss, vermutlich wäre auch in Deutschland der Affe raus aus dem Urheberrechtsgesetzschutz. Der Fotograf könnte also vermutlich kein Leistungsschutzrecht auf der Fotografie geltend machen, obwohl er ja die ganze Kameraausrüstung gekauft hat, in den Urwald geflogen ist etc. Aber da kann man dann wieder streiten, ne? Weil es eben der Schwerpunkt hier auf dem Investitionsschutz liegt. Gut, soweit zu geistiger Schöpfung und Fotografien. Jetzt zu künstlicher Intelligenz. Ist auch groß durch die Medien gegangen, ein von Computeralgorithmen gemaltes Gemälde. Den einen Algorithmus hat man angelernt, dass er alte holländische Meister gut nachmalen kann. Den zweiten Algorithmus hat man darauf trainiert, menschliche Leistungen zu erkennen. So, und als der angelernte Algorithmus, der gemalt hat, ein Bild geliefert hat, das der zweite Algorithmus als menschlich identifiziert hat, hat man gesagt, oh toll, künstliche Intelligenz hat Kunst geschaffen. Wie sieht es mit den Schutzrechten aus? Wir haben ja gerade, also Fotografie haben wir nicht. Geistig-schöpferische Leistung,
am Gemälde selbst? Auch nicht. So, und dann wird es nämlich jetzt in unserer digitalen Welt ein bisschen kompliziert. Wir haben Software eingesetzt, also das ist jetzt nicht Algorithmik, ne? Keine künstliche Intelligenz, aber gehen wir mal zurück und gucken uns das klassisch informatisch an. Ne, wir haben eine Software, dann haben wir vielleicht irgendwelche Rendering-Regeln, dann haben wir eine Datenbank und dann kommt irgendeine Darstellung raus. So, und jetzt müssen wir gucken, wie ist diese Darstellung geschützt, weil wir wissen, für Software können wir Urheberrechtsschutz haben, wir wissen, für Datenbanken können wir Schutzrecht haben und sicher auch, wenn die Darstellungsregeln irgendwie programmtechnisch niedergelegt sind, haben wir da sicher auch sowas wie Software-Schutz, also wie ein Urheberrecht drauf. Die Frage ist, wenn wir das jetzt alles durchquirlen und ein Ergebnis rauskommen, wie ist das geschützt? Gibt es keine klare Antwort. Also man sollte davon ausgehen, dass es geschützt ist, aber ob sich jetzt die Datenbank durchsetzt oder die Darstellungsregeln oder was auch immer, muss man sich dann genau, oder nichts, kann auch sein, muss man sich dann anschauen. Ne? Also wenn wir uns ein LaTeX-Dokument angucken, dann haben wir da eine Software dahinter, wir haben unsere Darstellungsregeln und den Inhalt geben wir nicht auf einer Datenbank ein, sondern den geben wir selber ein. Die Darstellung selber bleibt weiter urheberrechtlich geschützt. Ne? Das ist bloß der Text. Wie das dargestellt wird von der Rendering-Engine von Tech, ist Schnurz. Spielt fürs Ergebnis keine Rolle. Gucken wir uns das an und sagen aber, wir haben eine Software, wir haben OpenStreetMap-Daten, eine Datenbank und wir haben Darstellungsregeln, wie diese Daten dargestellt werden und wir prozessieren die und kriegen eine Landkarte draus, dann haben wir für die Landkarte wieder Datenbankschutz. Details kann ich hier nicht erklären. Aber da kommt es also entscheidend drauf an, was man von rein stopft, dann legt der Jurist dann nochmal den Daumen drüber und sagt, was kommt denn dem Ergebnis am nächsten und dann guckt er natürlich auch ins Gesetz oder umgedreht. Wir gucken erst ins Gesetz, wenn wir da eine klare Regelung finden, dann haben wir das Ergebnis. Und wenn wir keine klare Regelung finden, dann gucken wir nochmal, was ist denn am ähnlichsten. Ne? Also da kann man keine eindeutige Regelung treffen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man mit verschiedenen geschützten Dingen operiert, hinten wieder was rauskommt und dann schauen muss, wie ist denn das geschützt. Gut, das soweit zu der Schöpfung durch Tiere und Algorithmen. Gehen wir jetzt ins Museum oder sind soweit erstmal noch Fragen? Gut, auf, doch eine Frage. Ich lasse nur Fragen zu, damit ich Zeit zum Trinken habe. Vielleicht ist das gar kein Spezialfall jetzt dessen, was wir gehört haben oder ein anderer Fall, aber als ich sagte, automatisch erzeugt, meinte ich durch Sensoren zum Beispiel erzeugt. Ja? Ich nenne ein Beispiel. Ich habe mal, also vor 15 oder längeren Jahren, hat mal die DB Verspätungsmeldungen, die automatisch erzeugt wurden, im Internet frei zugänglich gemacht. Und ich wollte mal dienstlich gucken, wieso die Verspätungslage in bestimmten Ruhrgebietsbahnhöfen sind, ist. Die haben mich zwar da nicht juristisch angefasst, sondern irgendwann einfach den Server gesperrt. Ja. Mhm. Aber die interessante Frage ist ja auch in einem anderen Zusammenhang, ja, ist ein so automatisch erzeugtes Datum oder ist eine Reihe von Daten eben auch urheberrechtlich geschützt? Zunächst haben wir da erstmal eine Datensammlung, also eine strukturierte Anordnung von irgendwelchen Informationen. Das ist eine Datenbank. Eine Datenbank, jetzt auch sowohl im informatischen als auch im juristischen Sinne. Die Frage ist, haben wir auf diese Datenbank auch den Datenbankschutz? Und den Datenbankschutz gibt es für eine Datenbank immer dann, wenn eine wesentliche Investition auf die Datenbank getätigt wurde. So, das Problem ist, niemand von uns sieht eine Datenbank von außen an, ob da der vermeintliche Rechtsinhaber eine wesentliche Investition getätigt hat. Also gilt im Grundsatz erstmal dasselbe wie im Urheberrecht. Wenn nichts dran steht, ob man diese Daten nutzen kann, Hände weg und fragen. Weil im Zweifel ist es geschützt und das erklärt einem dann nach der Abmahnung, wenn man die nicht annimmt, erst das Gericht, ob jetzt da eine wesentliche Investition vorlag oder nicht. Frage. Ich habe auch noch eine Frage. Wie ist das mit öffentlichen Daten? Also meinetwegen Gesetzestexten. Ich schreibe da noch einen Kommentar zu und mache daraus ein Buch. Darf ich das? Darf ich das nicht?
Gesetzestexte haben eine Sonderregelung. Ich glaube, es kommt noch, aber ich kann es auch hier sagen. In § 5 Urheberrechtsgesetz, § 5 Absatz 1, das sind Verordnungen, Gesetze und andere amtliche Werke vom Urheberrecht ausgenommen. Das heißt, Gesetzestexte darf jeder frei vervielfältigen. Ob man sie auch verändern darf, das ist streitig unter den Juristen, macht keinen Sinn, aber ist ein anderes Thema. Da will jemand eine Frage stellen. Ich meinte aber mit verändern, ich meinte halt da noch was zuschreiben und dann verkaufen. Wenn man noch was dazu schreibt, dann schafft man ja wieder ein eigenes Werk. Ne? Jetzt interpretiert man das Gesetz, ist also wieder schöpferisch geistig tätig und dann hat man natürlich auf das, was man zum Gesetz schreibt, wenn man also sagt, ich denke, da steht das und das drin, Urheberrechtsschutz. Weniger eine Frage, mehr ein Kommentar zu den Gesetzestexten. Die Nicklichkeit dabei in der Praxis ist, dass die veröffentlichten Druckwerke im Regelfall nicht nur aus dem offiziellen Gesetzestext bestehen, sondern meist noch Kleinigkeiten drin haben wie Zwischenüberschriften oder Ähnliches, die der Verlag, der das Zeug verlegt, da reingeschrieben hat. Und die sind wiederum nicht gemeinfrei. Das heißt, man muss sich sehr genau angucken, was davon gemeinfreie Komponente ist und was nicht. Und vielleicht guckt man auch einfach, bei wem man abschreibt. Der Gesetzgeber veröffentlicht ja die Gesetzestexte alle. Und wenn man also im Original abschreibt, kann einem nichts passieren. Wenn man bei großen juristischen Verlagen abschreibt und der Gesetzgeber selber eben keine Gesetzesüberschriften geschaffen hat, kann es schon sein, dass man dann plötzlich im Urheberrecht drin ist für diese Überschriften nur. Genau, guter Hinweis. Noch eine Frage oder gehen wir erstmal ins Museum? Wir gehen ins Museum. So, das Urheberrecht gilt nicht ewig, aber ziemlich lange. Und damit man das leichter berechnen kann, hat man gesagt, 70 Jahre nach Tod des Urhebers ist das Urheberrecht weg. Wie sich das damit vereinbart, dass man sagt, Urheberrecht geben wir eigentlich auch, weil da eine Persönlichkeit von dem Urheber drinsteckt. Ja, wenn der 70 Jahre tot ist, warum man das dann noch 70 Jahre geltend machen soll, egal. Also, nach 70 Jahren ist der Urheberrechtsschutz weg. Die Frage ist, was passiert dann? Der Wikipedianer W. dachte sich, dann gehe ich doch mal ins Museum und fotografiere ein Bild von einem alten holländischen Meister. Da bin ich mir ganz sicher, der ist länger als 70 Jahre tot. Nehme das Bild, was ich gemacht habe, mit nach Hause, stelle das bei Wikipedia ein und stelle es unter einer freien Lizenz dort ein. Darf er das? Urheberrecht für das Bild ist unstreitig nicht mehr vorhanden. Darf er es oder wer ist dafür, dass er das darf? Hände hoch. Wer ist aus politischen Gründen dafür? Wer denkt, man darf es nach aktueller Rechtslage nicht? Ja, gutes Judiz. Museum. Genau. So, also wir haben eigentlich gesagt, der ist seit 70 Jahren tot, also das Bild selber war urheberrechtsschutzfähig, finden alle toll und schön, war urheberrechtsschutzfähig. Aber der gute Mann ist 70 Jahre tot, eigentlich wäre jetzt dieses Bild gemeinfrei und gemeinfrei heißt, es ist eben kein Immaterialschutzrecht mehr drauf. Aber, und jetzt ist das ist also eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof, das ist bis zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gegangen. Daraufhin hat gesagt, naja, vielleicht müssen wir uns ja gar nicht mit dem Urheberrecht so beschäftigen, weil das ist ein echt kritisches, also da gibt es auch abweichende Meinungen, gerade zu Urheberrechten. Vielleicht müssen wir gar nicht ins Urheberrechtsgesetz gehen, vielleicht können wir das auf einer anderen Ebene lösen. Und ja, die haben es auf einer anderen Ebene gelöst, denn wenn man ins Museum geht, schließt man ja mit dem Museum einen Vertrag. Ne, das ist so eine Art Dienstvertrag mit mietvertraglichen Elementen. Also die leisten, man darf sich das angucken, man darf sich für die Zeit, die man sich da aufhält, das angucken. Und ne, wie das mit dem Vertrag so ist, sind dann auch AGBs dabei und in den AGBs des Museums stand Fotografierverbot oder Fotografieren nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Museumsleitung. Und wahrscheinlich standen auch noch überall Fotos, wo durchgestrichene Kamera drauf stand. Ja, und dann ganz einfach, dieses Anfertigen einer Fotografie war einfach ein Verstoß gegen das vertragliche Fotografierverbot und entsprechend war die Unterlassung, konnte das Museum von W. eine Unterlassung verlangen. So, jetzt sind hier
drei Fragen, vier Fragen. Ich glaube, da war die erste. Ja, die erste Frage wäre, jetzt ist das Bild ja mal in Wikipedia gewesen und wenn ich als Dritter mir das Bild jetzt verschaffe, habe ich ja nichts Schlimmes getan und dürfte das nach meiner naiven Rechtsauffassung ja, noch weiter verbreiten. Das ist genau das, was ich meinte, wenn es dann ins Urheberrecht reingeht, dann streiten sich die Juristen. Das ist nämlich genau die Frage. Der W. hat zwar eine Vertragsverletzung begangen und ausdrücklich gegen also einen Vertrag verstoßen. Aber wie ist das jetzt, wenn jemand ein gemeinfreies Werk, also das, wo das Werk selber nicht mehr geschützt ist, dann wieder vervielfältigt und verbreitet? Und hier, das ist das, wo der BGH eben froh war, dass er sich dazu nicht äußern musste, weil hier streiten sich die Juristen tatsächlich trefflich drüber. Und da kann man sagen, ja, auch das Hausrecht schlägt durch, also sozusagen illegal einmal fotografiert, ist immer illegal, würde aber dazu führen, dass man ein Urheberrecht oder ein Schutzrecht durch die Hintertür einführt für ein Werk, was eigentlich nicht mehr geschützt ist. Und die andere Meinung sagt dann natürlich entsprechend, nö, das ist dann definitiv nicht mehr geschützt, beziehungsweise hat dann nur noch W ein Schutzrecht drauf, weil der hat ja das Lichtbild gemacht. Ne? Lichtbildschutz, ihr erinnert euch. Aber wenn ihr dann sagt, freie Lizenz, ist ja alles gut. Ne, also das ist das, was uns der BGH nicht beantwortet. Wie wäre es weitergegangen, wenn dieses Foto vervielfältigt worden ist? Könnte das Museum jetzt auch mit Erfolg Dritte abmahnen, die während das Foto bei Wikipedia war, sich das durch runtergeladen haben und jetzt auf ihre Homepage stellen? Keine Ahnung. Irgendwann werden wir dazu auch ein Urteil bekommen. So, da waren noch weitere Fragen. Harald. Frage ist, warum wird eigentlich das aktuelle Urheberrecht für dieses Werk angewendet? Müsste da nicht das in den Niederlanden geltende Urheberrecht von 1784 angewendet werden? Haben wir ja gar kein Urheberrecht hier in dem Fall angewendet. Und es gilt natürlich immer das Schutzlandprinzip. Also es wird das im Urheberrecht das Recht angewendet in dem Land, wo man gerade Schutz beansprucht. Also wenn die britische Admiralität für ihre Seekarten in Deutschland Urheberrechtsschutz beansprucht, machen Sie das nach deutschem Recht. Gut, da ist noch eine Frage. Ja, zwei nah beieinander liegende Fragen. Wie ist es, wenn ich jetzt ohne einen Vertrag mit dem Museum abzuschließen, also ohne ein Ticket zu kaufen, von außen ein Foto von dem Bild mache oder wenn ich statt eines Fotos vielleicht das Bild abmale? Abmalen muss man ja wieder rein, aber wenn man jetzt das von einem Foto abmalt, ist wahrscheinlich, schafft man ein eigenschöpferisches Werk. Aber wenn wir jetzt gucken, was dürfte ich, wenn ich jetzt durchs Fenster gucke und so, wird zu spitz, finde ich, muss man sich, also klassischer Fall dann, für was der Anwalt dann sagt, es kommt drauf an, weil dann kommt es nämlich wirklich auf die konkrete Fallgestaltung an. Fällt das noch unter die Panoramafreiheit oder was auch immer, ne? Also das kann man so nicht sagen, dafür gibt es auch keine Regelung im Gesetz, weil das eben zu spezifisch ist. Ich hatte noch eine Frage und zwar, die in die Richtung zielt. Gibt es für musikalische Werke noch andere Regelungen wegen der 70 Jahre? Weil, egal, Mozart, Beethoven, die sind alle tot, da kann ich jederzeit das nachspielen. Aber man sieht auch immer modernere Stücke, wo man weiß, die Künstler leben eventuell noch und die man ja, dann einfach nutzen kann. Nö, aber dafür gibt es ja dann die GEMA, über die man dann abrechnen muss, wenn man von einem zeitgenössischen Künstler ein Werk benutzt. Es läuft tatsächlich über die GEMA und nicht irgendwie hier, dein nee. Werk ist abgelaufen. Okay. Wie? Wenn es abgelaufen ist, darf man es nutzen, aber wenn der Künstler noch lebt, dann hat er auch noch Urheberrecht. Und viele kennen vielleicht hier, was Kraftwerk und Moses, wer auch immer, da seit Jahren ausfechten vor allen möglichen Gerichten, Verfassungsgericht, EuGH und so. Das ist nochmal ein bisschen spezifischer, ne? Da geht es ja bloß um eine ganz kurze Tonsequenz. Und da steht im Urheberrechtsgesetz aber ausdrücklich drin, dass auch kurze Tonsequenzen Urheberrechtsschutz genießen. Und deswegen kämpfen die da bis aufs Blut, weil dann, da geht es wirklich auf Messerschneide, wo fängt Kunstfreiheit an und wo beginnt das Eigentumsrecht des anderen Künstlers, der die Tonsequenz geschaffen hat. Aber das ist noch wirklich was für Musikstücke Spezifisches. Ich hätte einen kleinen Einwurf. Die GEMA hat nicht alle Rechte und Vermittlungsrechte, sondern nur von bestimmten Künstlern, die als
das erklärt haben und entsprechend darüber abrechnen. Das heißt, es gibt also auch GEMA-freie Werke und andere Lizenzen für Musik, sonst wäre das ja gar nicht möglich, wenn es eine zentrale Institution dafür wäre. Ja, aber dann muss man sich da mit den Künstlern auseinandersetzen. Also wie gesagt, der Schutz ist drauf, ob man will oder nicht, und dann kann der Künstler sagen, ich mache auch meine Musik open so, also eine offene Lizenz kann er machen, aber immer davon ausgehen, dass ein Musikstück urheberrechtlich geschützt ist, wenn der Künstler definitiv noch nicht 70 Jahre tot ist. Und dann wird es ja bei Musik noch kompliziert. Da hat man ja die Musik, dann noch einen Text drauf. Die Aufführung ist nochmal ein eigenes Schutzrecht. Also das wird dann richtig wild. Das wollen wir hier nicht weiter diskutieren. Ich hätte gerne noch zwei Sachen. Eine gefragt und eine gesagt. Also Scholz habe ich hier. Pelham gegen Kraftwerk ist entschieden zu uns in Pelham. Am 30.07. Das ist so Moor. Das war jetzt, bei welchem Gericht waren wir denn da? Sampling von kurzen Sequenzen. Nee. Die Frage ist, bei welchem Gericht? Die spielen ja immer. Also das Problem bei diesem Musikstück und diesem Prozess ist, die spielen ja immer Ping-Pong. Die gehen zum BGH, dann sagt der BGH, ist so. Dann gehen sie entweder zum EuGH. Der EuGH sagt, nee, das habt ihr euch nicht richtig überlegt. Dann landen sie beim Verfassungsgericht, die sagen das. Dann gehen die wieder zum EuGH und sagen, der sagt wieder, nee, wir sehen das anders. Also das ist noch nicht ausdiskutiert. Aber wir haben da in der Tat wieder mal eine höchstrichterliche Entscheidung, ja. Also die Frage ist, ob sie es jetzt rechtskräftig werden lassen oder ob wieder jemand sagt, nee, ich sehe da wieder meine verfassungsrechtlichen Rechte verletzt. Also schauen wir mal. Vielleicht nächstes Jahr gucken wir mal, ob es noch mal was gab. So, machen wir erst mal ein bisschen weiter. Ich habe noch eine Frage. Ach so. Wo mache ich das? Ah ja, okay. Zu filmen. Alte Disney-Filme, Dumbo oder so, fällt mir ein, müsste jetzt eigentlich auch urheberrechtlich, nicht mehr geschützt sein oder noch ältere Werke. Mir ist im Ohr, dass in USA immer die Fristen nachgestellt werden, wenn sowas passiert. Ja, das ist in der Tat so. Die Amerikaner hatten mal ein ganz restriktives Urheberrecht mit sehr kurzen Schutzfristen, haben dann geguckt, oh, die Europäer haben doch viel längere Schutzfristen als wir und haben dann sukzessive ihre Schutzfristen immer verlängert. Böse Zungen behaupten, immer weil dann Donald Duck urheberrechtsfrei oder copyrightfrei, muss man in dem Fall sagen, geworden ist. Aber wie da jetzt der aktuelle Stand ist und wie lange, ob Walt Disney jetzt schon 70 Jahre tot ist, also man auch hier Urheberrechtsfreiheit hat, weiß ich nicht. So, aber machen wir mal weiter. So, Museumskatalog. Ne? Wir kamen von dem Fall, dass jemand also ins Museum ist und da fotografiert hat. Wie ist denn das jetzt, wenn man aus einem Buch ist eine Fotografie von dem Museum, von dem Bild, was im Museum hängt, und bei dem Originalbild waren wir uns ja alle einig, das hat keinen Urheberrechtsschutz mehr, Künstler ist seit 70 Jahren tot. Ja, aber die Fotografie des Bildes hat ja wieder Lichtbildschutz. Oder vielleicht sogar, wenn der Künstler, der Fotograf, der das abgelichtet hat, da noch doch irgendwie schöpferisch tätig gewesen ist, wie auch immer, hätten wir vielleicht sogar ein Lichtbildwerk. Aber auf jeden Fall haben wir ein Lichtbild und das ist 50 Jahre geschützt. Also Lichtbilder sind 50 Jahre geschützt, wenn wir Urheberrecht haben, 70 Jahre. Das heißt auch, der Abdruck, ich darf also auch ein Bild eines alten Meisters nicht einfach aus einem Buch kopieren und ins Internet stellen. Dann verletze ich die Ausschließlichkeitsrechte, die der Verlag bzw. der Autor an dem Buch hat und die Rechte, die der Fotograf an dem abgebildeten Bild hat. Da hinten ist eine Frage. Man erzeugt also mit jeder Fotografie ein eigenes geschütztes Werk. Wenn man also sagt, ich lege mir das Bild also das Original in den Tresor und gebe nur Fotografien davon heraus, dann habe ich quasi die Herrschaft darüber, immer über die Fotografie für 50 Jahre, wenn das bloß ein Lichtbild ist. Und wenn niemand das Original sieht, ist das fast so gut wie ein Recht am Original. Was mich an der aktuellen Rechtsprechung des BGH etwas irritiert hat, ist, dass er damit seine bisherige Linie zum Bereich Reprofotografie quasi 180 Grad gedreht hat. Weil es gab bisher zwei maßgebliche Urteile, unter anderem das Bibelreproduktionsurteil, wo der BGH eigentlich klar gesagt hat, eine
Fotografie eines vorhandenen zweidimensionalen Werkes, bei dem das Ziel ist, eine möglichst originalgetreue Reproduktion zu haben. Genießt eben gerade deswegen keinen Urheberrechtsschutz, weil es an der persönlichen geistigen Gestaltung fehlt, weil es die nackte Reproduktion, die möglichst exakt, ich sag mal pixelgenaue Reproduktion eines bestehenden Werkes ist. Und auf den Punkt ist der BGH in dem Urteil, soweit ich das aus den Veröffentlichungen entnehmen kann, überhaupt nicht eingegangen und das hat mich gewundert. Doch ist er eingegangen, die haben da gesagt, ja, so ein bisschen schöpferische Leistung muss es geben, aber die sehen wir hier als, nee, Moment, doch, und die sehen wir hier noch als vorliegend an, weil da muss ich ja zumindest, bevor auf den Auslöser drückt, Gedanken machen, wie leuchtet er das Bild aus. Nee, wir machen keine Diskussion zu dem Urteil. Er muss sich das also überlegen, wie leuchtet er das aus und vielleicht welche Lampen nimmt er, damit die Farben rüberkommen, und das reicht dem BGH völlig aus. Als Hintergrund noch. Das ist Handwerk, nicht kreative Schöpfung. Nein, kreative Schöpfung, darauf kommt es beim Lichtbild gerade nicht an. Es muss keine Kunst sein. Da reicht es, wenn es ein Handwerk ist. Beim Lichtbild. Hintergrund ist immer, wir sind hier im Investitionsschutz. Die haben zwar irgendwann mal gesagt, ja, da muss es auch, also zumindest muss ein Mensch auf den Auslöser drücken, weil sonst, egal, nee, wir vertiefen das nicht weiter. Es muss ein Mensch auf den Auslöser drücken, aber wir sind hier im Investitionsschutz. Diese Rechte sind geschaffen worden, um Fotografen das Überleben zu sichern. Es geht hier also primär auch um Kohle. Und wenn man das so als Hintergedanken noch hat, kann man ungefähr verstehen, warum hier auch ein Schutzrecht angenommen wurde. Das muss man nicht gut finden. Das muss man nicht gut finden, aber man kann es mit diesem Gedanken dahinter erklären. Und mehr um mehr geht es hier nicht. So, noch eine Frage zu dem Punkt. Okay, hier vorne noch eine Frage. Wir kennen das vielleicht noch alle aus der Schule, aus dem Kunstunterricht vor Jahrzehnten, wenn man dann auf einmal Collagen macht. Wie ist das, wenn Teile in ein neues Kunstwerk einfließen, sind dann die Teile immer noch geschützt als Schnipsel, oder ist dann gesagt, okay, das ist ein neues Kunstwerk und das ist nicht das Komplette, also gilt das Recht nicht mehr? Da sind wir im Bereich der Abgrenzung von Bearbeitung, von abhängiger Bearbeitung und freier Bearbeitung. Also, wie stark schlägt sich das Originalkunstwerk in dem neuen Kunstwerk, in der Collage noch wieder? Also die Collage kann durchaus als Kunstwerk geschützt sein. Problematisch wird es eben, wenn da noch urheberrechtlich geschützte, ihrerseits urheberrechtlich geschützte Werke wieder drin verarbeitet sind. Klassische Antwort, es kommt drauf an. Aber irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Die Abgrenzung. Vielleicht fällt es mir noch ein. Machen wir erstmal weiter, mir fällt es gerade nicht mehr ein. Aber wir kommen dann nochmal unten beim Linux-Kernel, genau zu dem Problem Bearbeiterurheberrecht, egal. So, wie sieht das aus mit Verwaltungsinformationen? Also jetzt so ein bisschen Sprung weg von Kunst und Bildern hin zu trockener Verwaltungsmaterie, zu schnöder Bürokratie. Ja, dass Behörden jede Menge Text produzieren, weiß jeder. So, dann hatten wir schon erwähnt, Gemeinfreiheit für Gesetze, Verordnungen und amtliche Erlasse, hatten wir auch gesagt, kommt es darauf an, man sollte bei der richtigen Quelle, nämlich beim Original, abschreiben. Es gibt aber auch noch Gemeinfreiheit sonstiger amtlicher Werke, und dann wird es schon wieder kompliziert. Da hat man nämlich ausdrücklich kein Bearbeitungsrecht und so. Also es ist nicht immer Open Data, wo Artikel 5 Urheberrechtsgesetz draufsteht. So, wie kommt man jetzt an Verwaltungsinformationen? Entweder man findet eine Regelung in den Open Data Gesetzen, wenn das Bundesland eins hat, oder der Bund, das ist also Verwaltungssache. Das bedeutet, da hat man alles in einem. Da kriegt man Zugang und gleichzeitig das Verwendungsrecht. Ne? Wieder ganz am Anfang überlegen, diese einzelnen Rechte, die man eingeräumt bekommt. Weil auch Texte, die eine Verwaltung produziert, genießen Urheberrechtsschutz. Dieser Urheberrechtsschutz, den der einzelne Beamte oder Angestellte da produziert, die Rechte gehen auf die Behörde über, ne, weil der dafür bezahlt wird. Bei Datenbanken entsteht der Schutz direkt bei der Behörde, wenn die also eine wesentliche Investition auf irgendwelche Daten vornimmt.
Aber wir haben ja nur vereinzelt Open-Data-Gesetze, wir haben auch Informationsfreiheitsgesetze, eins im Bund und dann in vielen Bundesländern auch. Diese Informationsfreiheitsgesetze geben uns aber nur Zugang zu der Information, nicht zur Verarbeitung und Verwendung. Also Zugang, Kenntnisnahme, sich Gedanken drüber machen, wenn man irgendeine Schweinerei findet, auf die Schweinerei aufmerksam machen. Aber nicht einfach nehmen und ins Internet stellen, Vervielfältigung, ne? Beziehungsweise es wäre eine unzulässige Verbreitung. Nee, ist so, definitiv. Aber es gibt noch das Informationsweiterverwendungsgesetz. Das Informationsweiterverwendungsgesetz gibt uns gerade wieder die Rechte zu sagen, ihr dürft die Information weiterverwenden. Aber es sei denn, der und der Fall liegen nicht vor. Ja, also das Informationsweiterverwendungsgesetz gibt selber keinen Zugang zu irgendwelchen Informationen, sondern sagt nur, wenn es Zugang zu einer Information gibt, zum Beispiel über das Informationsfreiheitsgesetz, dann darf diese Information, wenn sie unter das Informationsweiterverwendungsgesetz fällt, verwendet werden, verarbeitet werden, kommerziell genutzt werden etc. Und das Ganze, ne, ihr guckt jetzt auch so ein bisschen verwirrt, weil es verwirrend ist, weil wir eben hier verschiedene Gesetze haben. Jedes Bundesland und der Bund haben ein eigenes Informationsfreiheitsgesetz oder eben auch nicht. Das Informationsweiterverwendungsgesetz ist ein Bundesgesetz und das Urheberrecht entsteht beim jeweiligen Mitarbeiter. Also das gibt eine interessante Konstellation. Und Informationsfreiheit wird natürlich immer begrenzt, wenn es ums geistige Eigentum Dritter geht. Ne? Also wenn die Behörde irgendwo geschützte Immaterialgüter einkauft, kann jetzt nicht der Bürger kommen und sagen, ich möchte es aber trotzdem haben. Wenn die Behörde schon die Lizenzrechte nicht eingekauft hat, kann sie die natürlich auch jemanden, der kommt und sagt, ich möchte diese Information nicht einräumen. Muss also die Behörde bei der Beschaffung dieser Immaterialgüter schon darauf achten, dass man da vielleicht im Vergabeverfahren schon darauf aufmerksam macht. Und übrigens gibst du uns auch das Recht, diese Informationen dann weiter zu verbreiten und von Bürgern weiter verarbeiten zu lassen. Personenbezogene Informationen, ne, dass da immer ein Stopp drauf ist, ist klar. Wenn es um Schutz besonderer öffentlicher Belange geht, ist auch klar. Und wenn es um beschwerdliche Entscheidungsprozesse geht, kann ich auch nachvollziehen, wenn schon während eine Entscheidung in der Behörde noch der Prozess läuft, dass schon an die Öffentlichkeit kommt, ne, man kann alles totreden. Also da ist es gut, wenn die auch sagen können, nö, ihr kriegt das Ergebnis, dann dürft ihr überprüfen, aber ihr redet uns jetzt mal nicht in den Entscheidungsprozess rein. So, was war passiert? Ein Behördenmitarbeiter hat das Glyphosat-Gutachten erstellt und Aktivist A sagt, ich möchte dieses Gutachten haben, Informationsfreiheitsgesetz. Hat er auch bekommen. Was hat der Aktivist dann gemacht? Ja, es wäre sonst kein Aktivist. Er hat das Gutachten, das ihm zugeschickt worden ist, öffentlich zugänglich gemacht, übers Internet. Worauf die Behörde gekommen ist und hat gesagt, nee, wir fallen unter einen Ausnahmetatbestand im Informationsweiterverwendungsgesetz. Das heißt, gerade unsere Information, dieses Gutachten, darfst du nicht weitergeben, weil wir sind eine Forschungseinrichtung. Und darum dreht sich der Streit in diesem Prozess. Ist dieses Bundesinstitut jetzt eine Forschung, gleichzeitig eine Forschungseinrichtung? Ist es also nur eine Behörde oder ist es auch eine Forschungseinrichtung oder nicht? Greift also der Ausnahmetatbestand im Informationsweiterverwendungsgesetz oder nicht? Wenn ihr hier den Links folgt, lasst euch nicht irritieren, da steht jetzt auf Frag den Staat, wir haben ein neues Urteil erstritten. Wir haben Recht bekommen vor Gericht. Wir dürfen das Glyphosat-Gutachten wieder verwenden. Ja, sie dürfen es wieder veröffentlichen, aber nur, weil die Gegenseite zu blöd war, einstweilige Verfügung zuzustellen. Und deswegen die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben worden ist. Das ist also noch nicht zu Ende, die Sache. Das eigentliche Urteil zur Sache steht hier noch aus. Gut, das hatten wir alles gesagt schon, ne? Also Verwaltungsdokumente genießen Urheberrecht. Das Urheberrecht, jedenfalls die Verwertungsrechte daran, räumt der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber oder Dienstherrn ein. So, hier habe ich das nochmal zusammengefasst. Da gehen wir jetzt mal aufgrund der Zeit so ein bisschen zurück drüber und gehen zum nächsten Fall und gucken uns an.
Ja, Open Data, Open Geodata ist in aller Munde, wird auch vielfach umgesetzt. Aber jetzt hat eine Behörde, ein Vermessungsamt, ein digitales Oberflächenmodell mit sehr guter Auflösung, was es auch kommerziell verwertet. Und jetzt kommt hier wieder ein Aktivist und sagt, ich würde dieses digitale Oberflächenmodell aber auch gerne haben. Oder besser gesagt, da wir in Hamburg sind in dem Fall, stellt das, das sind doch Geodaten und Geodaten müsst ihr nach eurem Open Data Gesetz ins Open Data Portal stellen. Sagt die Behörde, nö, müssen wir nicht, weil diese Geodaten sind so detailliert, dass sie quasi schon Personenbezug aufweisen und personenbezogene Daten dürfen wir nicht veröffentlichen, weil wegen Persönlichkeitsrechten und sowas. Das ist noch nicht ausdiskutiert, das kann man nachlesen, das ist also sozusagen noch im Behördenbriefverkehr. Wie das ausgeht, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, bei Geodaten ist das mit dem Personenbezug extrem schwierig. Weil Personenbezug liegt ja auch vor, wenn eine Person bestimmbar ist. Aber bei Geodaten, ja, irgendwie in einem Raum, ein Grundstück lässt sich immer einer Person zuordnen oder eine Adresse lässt sich auch leicht einer Person zuordnen und damit sind wir fast immer in der Bestimmbarkeit drin. Da passen die Abgrenzungen, die uns das Datenschutzrecht gibt, nicht so richtig. Da lavieren alle so ein bisschen rum. Stopp! Was ist denn mit dem Argument, wenn man Hochwasserdaten nicht veröffentlicht, da man sagt, dann wird das Haus eventuell weniger wert, wenn man im Internet sehen kann, dass dieses Haus jetzt vom Hochwasser bedroht ist? Ja, kann man so vertreten, muss man aber nicht so, ne? Weil es hat ja auch eine Sicherheitsrelevanz. Aber wir haben so in Deutschland, so insgeheim, haben wir nicht bloß ein Datenschutzrecht, sondern wir haben noch ein spezielles Datenschutzrecht auf Schutz, dass niemand mein Eigentum kennen darf. Na, also da haben wir so durch die Hintertür eigentlich so immer ein bisschen ein Sonderdatenschutz oder ein spezielles Datenschutzrecht noch, was sich dann sozusagen aus Artikel 14, also Eigentumsschutz und dem Datenschutzrecht zusammensetzt. Aber das sind dann Abwägungsfragen, aber ja. Zu dem Thema kann ich jetzt, das wäre ein eigener Vortrag, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, merkt euch einfach, Datenschutz und Geodaten, gerade wenn sie Grundstücksbezug aufweisen, ist eine sehr spannende und schwierige Sache. Und weil wir doch Zeit haben, jedenfalls ein bisschen, gehen wir vielleicht nochmal auf den Körnerschutz ein. Also, wir haben einen Programmierer, der behauptet, er hat am Linux-Kernel mitgearbeitet und meint bei einem Unternehmen festzustellen, dass die also Teile des Codes, an dem er beteiligt war, verwenden. Und jetzt macht er das, was man immer macht. Er sagt, ich schicke euch, also ne, lasst uns außergerichtlich einigen, ich schicke euch mal eine Abmahnung und fordere euch auf, die Lizenzverletzung zu unterlassen und den Code, den ihr übernommen habt, unter GPL zu veröffentlichen. Sagen die, nö, also nee, beziehungsweise A, dort, wo vielleicht der Code drinsteckt, den veröffentlichen wir ja schon unter GPL. Und dann sagt er, und das ist ja das Schwierige bei der GPL, ja, aber ihr verwendet das ja zusammen mit eurem Kernel eures virtuellen Betriebssystems. Ja, und dann kann man sich ja streiten, ne? Ihr wisst ja vielleicht bei der GPL, dynamisches Einlinken, statisches Einlinken, greift dann die GPL oder nicht. Also ganz schwierig, aber das musste das Gericht zum Glück in diesem Fall nicht entscheiden, sondern die haben sich schon an der Frage festgebissen, hat P überhaupt Urheberrechte am Linux-Kernel? Und P hat so ein bisschen hat ans Gericht dummerweise nur geschickt, so nach dem Motto, also hier habt ihr mal in der Anlage, da ist Code von mir drin. Und da hat das Gericht über zwei Instanzen, Landgericht Hamburg, Oberlandesgericht Hamburg, gesagt, nee, das reicht uns nicht. Wir möchten bitte von dir den Codeschnipsel, wann du den beigetragen hast, wo sich der beim Gegner wiederfindet, das wollen wir uns nicht selber raussuchen. Das musst du uns nachweisen. Und haben also gesagt, wir glauben dir, du konntest nicht zu unserer Überzeugung nicht nachweisen, dass du Urheber bist. So, welche Problematik steht dahinter? Hier steht eine Problematik dahinter, wie das Lizenzmodell bei Open Source Software oder Open Data aufgebaut ist. Weil
Sinn von Open Data ist ja gerade das kollaborative Zusammenwirken vieler. Und das kann sich das Urheberrechtsgesetz, konnte sich das auch nicht vorstellen. Ne? Das konnte sich so vorstellen, dass irgendwie mal 3 oder 4 Leute ein Buch zusammenschreiben, aber nicht, dass Hunderte oder Tausende zusammen eine Datenbank schaffen oder eben Code. So, also muss man jetzt versuchen, bei der Beurteilung das ins klassische Urheberrecht zu pressen. Und dann geht es also um die Frage, ist das ein Bearbeiterurheberrecht oder ein Miturheberrecht? Dann darf es der einzelne Miturheber oder Bearbeitungsurheber geltend machen. Oder man wählt ein anderes Lizenzmodell, ein zentrales Lizenzmodell, dass also jeder einzelne Beitragende die Rechte an eine zentrale Instanz abgibt und diese zentrale Instanz dann als Instanz Lizenzen verteilt. Also beim Linux-Kernel haben wir das dezentrale Modell. Da ist jeder, der irgendwie da mal mitarbeitet, irgendwie zumindest Bearbeitungsurheber, Miturheber, also wäre ein eigenes Thema, das noch abzugrenzen. Bei OpenStreetMap haben wir ein zentrales Lizenzmodell. Jeder, der bei OpenStreetMap Daten einträgt, tritt die Rechte an den Daten, die er einträgt, an die OpenStreetMap Foundation ab. Und die OpenStreetMap Foundation ist zentraler Lizenzgeber. Also immer, wenn man OpenStreetMap-Daten nutzt, schließt man einen Lizenzvertrag mit der OpenStreetMap Foundation und nicht mit den einzelnen Mappern. Das macht es bei der Rechtsdurchsetzung ein bisschen einfacher. So, und was passiert bei einer Lizenzverletzung? Vielleicht das noch, wenn man die GPL verletzt. Jedes Mal, wenn jemand das Problem weitergibt, erhält der Empfänger automatisch eine Lizenz und die Lizenz entfällt aber auch automatisch, wenn man die Lizenzbedingungen verletzt. Dann steht man so da, als hätte man nie eine Lizenz bekommen und das ist ziemlich heftig. Aber wie gesagt, so weit ist es in diesem Fall nicht gekommen, weil man eben schon gesagt hat, wir sind nicht davon überzeugt, du konntest uns überhaupt nicht nachweisen, dass du hier Urheber bist. Ne? Hier habe ich das nochmal zusammengefasst. Basaransatz beim Linux-Kernel, zentralistisches Modell bei OpenStreetMap. Das habe ich dann auch nochmal grafisch dargestellt. Und dann eben hier nochmal darauf hingewiesen, also es ist schwierige Abgrenzung mit Urheber, Urheber, Bearbeitungsurheber. Dann hat das Gericht so in einem Nebensatz noch gesagt, das gefällt uns aber hier. Also der hat dann gesagt, also Teile seines Codes kamen wohl aus, bevor der Linux-Kernel von Git verwaltet worden ist, aber dann hat das Gericht auch so in einem Nebensatz gesagt, ja, aber also dass in Git drinsteht, wer den Code beigetragen hat, das ist nicht das Gleiche, wie wenn der Urheber direkt am Softwarecode genannt ist. Es gibt nämlich im Urheberrechtsgesetz eine Vermutungsregelung zugunsten dessen, der im Werk als Urheber genannt worden ist. Wenn also auf einem Gemälde steht, Falk hat es gemalt, dann muss jemand kommen und sagen, nee, das habe ich doch gemalt, muss er beweisen, dass nicht ich das Gemälde gemalt habe, sondern er. Und das ist immer schwieriger, als wenn man selber nachweisen muss, dass man es getan hat. Wenn man das Gegenteil beweisen muss. Und da haben sie aber gesagt, also dass es im Git so steht, das kann ein Indiz sein, aber wir behandeln das nicht als diese Namensnennung als Beweiserleichterung im Sinne des Urheberrechts. Gut, damit sind wir fertig. Also Open Data, Open Source. Beschäftigen die Rechtsprechung. Wir haben das Problem, dass die Gesetze aus dem letzten Jahrhundert stammen und den Gedanken von Open Data überhaupt nicht so richtig nachvollziehen können. Und meine Prognose ist, wir werden noch viele spannende Entscheidungen auf diesem Bereich bekommen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Eindruck vermitteln, wie spannend das ist. Vielen Dank. Danke, Frank, für deinen tollen, spannenden Vortrag. Hier sind noch so 2, 3 Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich habe keine genaue Uhr. Eine Minute, also haben wir noch für 1, 2 Fragen Zeit. Ja, wir bewegen uns hier im Bereich von Machine Learning. Dafür brauche ich jede Menge Daten, Audiodaten, Bilddaten und so weiter. Muss ich für jedes Bild, was ich fürs Training benutze, eine Lizenz haben? Im Zweifel ja, ne? Also das ist ja das Problem, ist das von einem Menschen gemacht worden, das Bild? Für das braucht man auf jeden Fall immer eine Erlaubnis. Ist das automatisch generiert worden, dann vielleicht oder dann nicht nach dem, was wir gesagt haben. Aber das Problem ist, wir
als Nutzer erkennen es nicht, ob da jetzt eine Maschine fotografiert hat oder ein Mensch. So, und sich dann überraschen zu lassen, ob man eine Lizenzverletzung begangen hat, weil ein Mensch fotografiert hat, oder keine begangen hat, weil es eine Maschine fotografiert hat, darauf würde ich mich nicht einlassen. Also im Zweifel Hände weg, wenn keine Lizenz dran steht, weil wir wissen nicht, was passiert. Nö, aber bei den verwendeten Algorithmen, bei den verwendeten Bildern. Also wenn irgendjemandem die Datenbank in die Hand fällt. Nö, nein, die Trainingsdatenbank mit den Trainingsbildern, wenn die irgendjemandem in die Hand fällt. Also würde ich nicht eingehen, das Risiko, ganz einfach. Eine Frage noch und dann müssen wir wirklich beenden. Die Dashcams werden in Deutschland rechtlich gestritten. Jetzt sehe ich, dass die Dashcams im freien Verkauf sind. Was hat geändert? Kaufen darf man es immer. Der Betrieb bei Dashcams ist das Problem. Da hat man eben wieder ein datenschutzrechtliches Problem. Und da laviert man auch so ein bisschen rum. Die Datenschützer sagen, also wenn überhaupt, dann nur eine Loop und nur anlassbezogen. Die Gerichte sagen, wenn es der Sache dienlich ist, machen wir eine Einzelfallabwägung und lassen gegebenenfalls auch Dashcam-Aufzeichnungen zu, obwohl die Datenschützer im Dreieck springen und sagen, das hätte schon längst gelöscht sein müssen. Das ist der Stand. So, Schluss, danke, macht's gut, viel Spaß heute noch.